Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast im Part 7. Ja, die Sunny ist mal wieder dran. Echt? Ich bin ja. Hat kaputt gemacht. Ich hab so. Angst. Der Fahrstuhl ist kaputt. Der Fahrstuhl ist kaputt, der muss allein. Obwohl, warte mal, geh mal rein, oder? Ja, ich wäre auch reingegangen. Ich wollte mal gucken. Wie war denn mit F? F. Ach, da geht's sogar weiter, okay. Da geht's weiter, ja. Jetzt sind wir quasi wieder im Gefängnistrakt. Ja. Das ist laut. So, die Grafik haben wir mal ein bisschen runtergestellt. Ja. Optisch kann man das jetzt nicht unbedingt erkennen. Ist jetzt nicht schlechter geworden. Aber es läuft auf jeden Fall flüssiger. Und das ist die Hauptsache auf jeden Fall. Muss ja auch mal sein, gell? Gell. So, das ist aber ein anderer Gefängnistrakt, ne? Ja, der läuft hier ganz, Das ist doch der von vorhin da, der andere, der so... Alter! Der auch bei uns war. Oh! Was, oh? Die Blutspur, ich denke mal, die ist von da hinten rum, oder? Naja, klar, also hier geht's nicht weiter wahrscheinlich. Du musst schon der Blutspur dann folgen. Mach mal die Kamera oder an. Ja, Entschuldigung, ich vergesse immer, das wollte ich eigentlich machen. Der hat was. Oh, ein Pass, ein Security-Pass. Die Schlüsselkarte für die Duschen aufgenommen. Für die Duschen? Aber trotzdem, bitte auf 20 FPS. Ich weiß nicht, was Outlast ist. Spinnt. Das brauchst du viel. Wir brauchen einen neuen PC. Wer will? Wir hatten doch nicht. Uns wir. Ein Geschenk, meine ich. vielleicht für den Fahrstuhl? Aber der ist kaputt, ne? Achso, der ist ja für die Duschen gewesen, ja. Ja, aber da hängt ja irgendwie... Entschuldigung, dass ich so gerade... Ich habe ein bisschen Panik, deswegen bin ich gerade ein bisschen schnell am... Ja, sonst wird Anja und Manja wieder schlecht beim Zuschauen. Mann, Entschuldigung, ich vergesse mal, dass man das damit drücken kann. Mann! Alter! Jetzt reicht's aber wirklich. Zu lang PlayStation gespielt, ne? Wahrscheinlich. Okay, da kann ich nichts machen. 3, 2, 1. Dann mal rein. Ach, das sind die Duschen. Ach so. Entschuldigung. Du bist ich bin echt ein bisschen... Guck erst mal links lang. Bevor du nach rechts guckst. Achso, hier ist ja nichts. Naja, weißt du nicht. Schau dich mal genau um. In die Regale zum Beispiel. In die Regale rechts. Ja. Oh. Ein Radio. Schade. Nicht wieder anmachen. Bei Slender haben wir dafür Drittanbieter... Content IT-Streif gekriegt, weil wir im zweiten Part oder wann es war, das Radio angemacht haben. Tja, lass es offen, mache ich dazu. Kann ich nicht den Lichtschalter ein? Nee, oh, aber fast. Hände. Neues Ziel, entkomme durch die Dusche. Viel Spaß, rennen. Da kommen wahrscheinlich gleich welche. Oh Gott, auch noch der Regen. Ich bin gestorben. Sie kann man überall. Das ist schon ein Ausschlag jetzt auf jeden Fall. Hoffentlich lädt er jetzt nicht sonst wo, ey. Okay, du bist wieder hier. Mann, noch nie. Ich will es. Entkomme durch die Duschen. Wollt ihr mich verarschen? Aber du darfst, vielleicht nicht zurück, sondern musst vorrennen. Renn ihn mal um oder sowas. Oder durchs Fenster. Ja, das habe ich auch überlegt. Das lasse ich eins offen. Ja, dann geh durchs Fenster, Mann. Jetzt, oh Gott, ich sehe das schon. Das sind die Typen. Die zwei, ne? Ich glaube auch. Aber weiter geht's nicht, ne? Doch, hier geht's noch rein. Ah, da, okay. Kann ich hoch oder runter? Hoch musst du wahrscheinlich. Musst du wahrscheinlich wieder rein. Bin ich mein. Und dann gleich nach rechts. Und dann weiter rechts rennen. Rennen. Oder guck erst mal. Vielleicht muss es nochmal machen. Achte auf sowas. Okay, geh raus. Ja. So, geh mal links, gell? Ja, guck mal. Sind wir jetzt aus den Duschen raus? Also haben wir jetzt schon... Weiß ich nicht. Da ist die Blutspur. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine andere. Das ist vielleicht nicht die, die wir brauchen. Und da ist Sackgasse dann.
Ah, nee, da ist die Tür offen. Ja. Die auch. Okay, bist du erstmal sicher wahrscheinlich. Ah, hier ist wieder, okay. Fahrstuhl-Dingens. Ja, kannst du mal drauf drücken, passiert ja nichts, oder? Na, weil ich meine, ich guck erst mal. Ja, sicher nicht, dass da jetzt irgendwelche Gegner noch getriggert werden. Ja, deswegen. Sicher ist sicher. Hast du auf du geschaut? Ja. Okay, hier ist ausnahmsweise mal gar nichts. Die Tür geht auf, hä? Hm? Weiß ich nicht. Naja, wenn da was steht, geht die auf. Da geht's zum Dingens, zum Fahrstuhl, glaube ich. Weil da war ein rotes Licht. Achso, ich dachte jetzt gerade, hier ist was. Ja. Dann gehst du zu der Tür einfach, drück auf den Knopf. Obwohl, warte mal, drück einfach mal, hä? Hm. Ja, wollte gerade sagen, da geht nämlich da was auf, ne? Da ist eine Klappe aufgegangen. Scheiße! Da ist eine Klappe links. Da. Hier raus. Komm, in den Luftschacht. Ich kann nicht schneller. Ich weiß. Rechts, links? Weiß ich nicht. Links, rechts meine ich. Raus. Weg. Okay, jetzt such des Dingens. Hä? Jetzt bin ich hier schon wieder. Ja, ja, gehe, da. Hä? Ah, okay. War das Absicht oder bin ich tot? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es war Absicht. Oh. Leichenteile. Ein paar. Ja, geil. Und. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Hä? Ich glaube, einmal Licht auf. Na, mal wieder in Türen gucken? Ja. Müssen wir ja wohl, ne? Die geht nicht auf. Achso, da ist auch ein Berg. Ja, kommst auch ein Leichen davor. Dann guck mal in die Tür. Oh, das ist ja langweilig. Die gehen auf. Du bewegst den Cursor so schnell. Mann, tut mir leid. Ich reg mich da nicht auf, mir ist es egal. Ich krieg das gar nicht so mit, dass ich den schnell bewege. Die Zuschauer werden kotzen irgendwann. Ja, ja. Jetzt haben wir auch noch Leichenteile, ja. Und dann noch die Bewegung, ja. Also keine gute Mischung. Ich kann halt irgendwie hier. Ja, was? Meinst du, da kommt jemand? Links. Na, da redet zumindest einer. Ja, vielleicht bist du einfach in. Soll ich wieder raus? In so einer Zelle, ja. Vielleicht sind das einfach nur Wahnsinnige. Vielleicht sind das keine, die dich angreifen. Ja, weiß ich nicht. Du bist geduckt, ne? Du musst was machen. Ich muss ja nicht. Aber ich würde sagen, der tut mir weh. Ja, dann musst du rennen. Aber. Wohin? Nach links. Na gut, dann warte ich erstmal. Also ich warte, bis der vorbei ist wieder. Ja, na, wir haben ja gerade noch 9 Batterien, also. Ja. Ist jetzt nicht todisch schlimm, aber. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen unspektakulär ist. Ich habe nur. Vielleicht Schiss. Ja, erstens das. Gib's zu. Ja, natürlich. Aber ich habe keinen. Kamera, Batterie wechseln wir nicht. Ja, ja. Gleich ist nee, Zappenduster. Kein Bock, dass ich rausgehe und der mich gleich hat, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, du startest wieder hier. Ach so. Wahrscheinlich. Na gut. Soll ich mal wechseln? Also zur Not. Ja, wechsel mal, Lebo. Jetzt steht er vor einem. Trotz habe ich vermisst. Bisher noch nicht. Ja, nee, das wäre zu krass. Also zu. Du duckst dich übrigens immer noch. Oh. Bist ein bisschen langsam so, dann. Ich weiß ja nicht, ob der mich sieht. Weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Ich geh vorbei jetzt. Geh da wohin, wo der herkam. So viele Möglichkeiten gibt's da nicht. Okay, guck mal noch in die Häuser, die Häuser vor allem. In die Türen rein. Hallo! Schade. In die Räume, so, nicht Türen, so. Okay, geh! Ja, lauf, links, okay, weiter. Ja, mach nicht so hektisch, Mensch, Mädchen. Ich hab Angst! Das ist. Das ist ja kein Trailer-Material. Ah!
Lauf vorbei. Das kann geht ich nicht. Das geht nicht. Doch, doch. Nein. Nein, oder? Nein, nein. Vorbei. Renn rein. Kann ich nicht. Renn zurück. Jetzt hat er mir. Nein, ich konnte gar nichts mehr machen jetzt. Ah, scheiße. Okay, er will mich auf jeden Fall töten. Wie sind da ja jetzt hingekommen? Naja, keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch zwei. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall muss ich nach oben, wa? Ja. Mach weiter. Zumindest ist meine Batterie wieder voll. Ja, versteck dich in der Tür. Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Ja, das ist, glaube ich, nicht so... Klar. Wo ist denn der? Weiß ich nicht, kannst bin nicht da. Kannst dich nicht weiterdrehen, ne? Ich kann mich nicht weiterdrehen, ne. Da ist er. Okay, der hatte ich nicht gesehen. Ja, ja. Springt er da auf einmal runter, ey. Der hatte ich eventuell nicht gesehen. Sag mal, du bist auch wahnsinnig, ne? Wieso gehst du jetzt vor? Weil ich jetzt... Rechts, okay. Lauf, lauf einfach. Wenn der jetzt von da kommt, das dann sind es auf jeden Fall zwei. Dann wissen wir das schon mal. Okay, rechts. Und dann weiß ich nicht, wenn da jetzt von einer kommt. Okay, nee, sehr schön. Okay, irgendwie... Ist ich. Da kommt er nicht vorbei. Doch. Sehr schön. Nein, schafft er nicht. Ach, also, der Fette. Der andere. Mach Kamera aus, genau. Du bist sicher. Ich würde sagen, du bist sicher. Die Musik ist noch da. Ja, ja. Ja, weil der jetzt wahrscheinlich noch in der Nähe ist. Alter. Okay. Krass, krass. Warum rennst du jetzt raus? Auf einmal bin ich doch ein bisschen, hatte ich ein bisschen Mut bekommen gerade. Alter, da steht die auf einmal auf, ey. Ach, na unfassbar. Geil. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich weiß halt nicht, wir wissen noch nicht, was wir alles verpasst haben. Kann ich da nicht durch? Na, wahrscheinlich in solchen Szenen verpasst er, glaube ich, nichts. Oder kann ich da durch? Da kannst du durch. In solchen Szenen verpasst du wahrscheinlich nichts, würde ich mal meinen. Weil die Entwickler das gedacht haben, dass du da wegrennen musst. Alter. Was ist denn der? Ist das sein Arm? Ja, das ist krüppelig. Ein bisschen, ja. Oh, jetzt bist du hier. Und da oben ist der krasse. Nee, irgendwo. Nee, ist ein anderer. Ich würde sagen, du musst da rein, ja. Ja. Oh Gott, die Batterie geht schon wieder zum Neige, ja, das ey. Ist so krass, oder? Wir brauchen pro Folge hier einfach mal eine Batterie. Er ist blind und so folgt dir. Der tut ja nichts, Mann. Da wäre ich mir nicht so sicher bei diesen Viechern. Wer ist denn der Wallrider? Ist warum? Das das fette Vieh? Also, naja, würde vom Namen her passen, ne? Was du gerade gesehen hast. Soll ich mal stehen bleiben? Naja, warum nicht? Also, der tut ja nichts. Ah. Okay, ich kann. Das sind einfach ein paar Wahnsinnige. Sonst hätten die schon längst was gemacht, wenn die was so, tun. So, da sieht es wahrscheinlich weiter. Da geht's nicht, da sieht's weiter. Das ist alles Wahnsinnige. Alter. Alles Wahnsinnige. Ist hier irgendwas? Nee, okay. Ja, batterientechnisch, ich weiß nicht. Ach. Wo willst du jetzt hin? Na, ich würde jetzt in die da vorne gehen. In die da. Bist du da nicht hergekommen? Ich bin da hergekommen. Ach so, okay. Ja, dann musst du dann rechts, ja. Also, nee, genau. Dann geh rechts. Haben auch nicht mehr so viel. Aber seidig. Du siehst so seidig aus. Ach so, da ist gar... Oh. Dann ist es doch die andere Richtung. Doch da. Aber oder? Da ist doch auch nur eine. Ach so, oh, hä? Hä? Muss ich wo irgendwas denn von sonst denen öffnen? Lang. Nicht, das war ja schon wieder irgendein Loch übersehen. Das muss man dann, ja, weiß ich nicht. Na, sonst müssen wir vielleicht wirklich raus und das war jetzt einfach nur... Vielleicht kann ich auch einen davon entlassen. Rauslassen. Weiß ich nicht. Drücke R, um die Batterie aufzuladen. Ja. Ja, brauchst du jetzt nicht machen.
Du siehst mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu aggro aus. Ich lasse dich nicht raus. Naja, vielleicht muss ich dann wieder. Na, fehlt ein Kopf auf jeden Fall. Achso, das ist nix, ne. Okay, na. Ich würde mal sagen, wieder raus, ne? Ja, weiß ich nicht. Wie zeitmäßig? Oh. Was ist denn das jetzt? Ach, guck ihn an. Ja, wechseln, ja. Mal kurz gucken, ob hier rechts oder links nicht was erwartet, aber... Juckt okay. Es dich? Du wirkst, als würde es dich jucken. Ja. Yeah. Der pinkelt erstmal. Der ist einfach nur schwarz. Also... Ne, der fehlt der Textur. Vielleicht masturbiert er auch. Haben wir sie vergessen. Hier komme ich vielleicht unter Umständen weiter, aber ich schaue mich eben noch um. Es hätten Batterien sein können. Da sitzt er noch. Oh Gott, der ist aggro. Der hier? Nein, der linke. Ach so, ein bisschen. Oh. Na, zum Glück ist der aggro. Danke. Alter. Ich hab vor was gedrückt hier. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Na, sicher? Ach so, du kannst ja so... Aber nee, da geht's doch, nicht darüber. Meinst du? Weiß ich nicht. Versuch mal vorbeizugehen. Ja. Okay. Oh Gott, jetzt sind aber hinter mir. Jetzt soll ich da lang oder? Ne, mach einfach. Na, wo willst du sonst hin? Jetzt wird eh irgendwas. Du musst halt springen von da. Ja. Das tat weh. Mhm. Unter Umständen. So, wie spät haben wir's? Ist soweit. Dann würde ich sagen, oh, warte, die Datei. Das machen wir noch. Okay, das lassen wir noch. Die Datei wird nämlich immer riesig von Outlast. Ja, das stimmt. Daran erinnere ich mich noch. Soll ich eben schnell? Ja. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009. Ich glaube, der hat Jonas Geburtstag. In Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Turing. Nach unerklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Tja, mit diesem... TheDenverEagle.com. Ja, guck mal drunter, ob da wirklich was ist. Ja. Witness. Mit diesem Text. She did not kill his enemies. Okay. Werden wir uns verabschieden. Bis morgen um 8 Uhr bei Let's Play Outlast. Es wird gruselig. Und mal sehen, ob wir uns da öfter erschrecken als heute. Heute war schon. Dreimal. Ja. Ist gut, ne? Gut dabei. Ja. Bis morgen. Macht's gut.